Verstrahlte Grüße, meine Freunde. Der Bitwalker ist wieder hier. Und wundert euch nicht gleich, wenn ihr merkt, was ist denn jetzt bloß, warum ist er auf einmal hier dort und da und hat einen höheren Level und so weiter. Ja, ich weiß, im Krankenstand oder bin eigentlich noch ein bisschen im Krankenstand. Kribaler Infekt und da hat man einfach dann ein bisschen Zeit. Man macht ja da unten, geht da ist der Boden. Da hat man einfach ein bisschen Zeit, dass man zockt und Fallout 4 konnte ich einfach nicht liegen lassen, weil es mir einfach zu wichtig, weil es einfach zu sehr in den Bann gezogen hat. Aber es macht ja nichts. Fallout 4 ist so groß, da passiert so viel. Ja, da ist, glaube ich, wurscht, wenn man ein bisschen was dann übersieht oder nicht vielleicht hundertprozentig gleich mit dabei ist. So, ich bin hier in, wir schauen uns mal das auf der Map an. Der Slog nennt sich das Ganze. Das ist übrigens eine Siedlung, wo Raider wohnen. Also noch Mensch, nicht Raiders, sondern sind Ghule, so muss ich sagen, Ghule, aber noch menschliche Ghule. Diese Ghule an sich, das ist ja so ein Übergang mehr oder weniger von Mensch zu diesen Monstern. Aber dass eben welche, die halt nicht böse sind. Ja? Und da habe ich gerade meinen Zaun gebaut rundherum und habe hier eine Tür montiert. Da gab es nämlich vor kurzem einen bösen Angriff von irgendwelchen ganz wilde Typen. Ja, also da muss man immer aufpassen. Also die Siedlung in den Welten, ob man so, ob man sie unterstützen will beim Verteidigen gegen einen Angriff. Und da sollte man schon helfen, weil das schadet natürlich auf keinen Fall. Was ich ein bisschen Probleme habe, ist einfach beim Aufbau von dem Ganzen. Also man sieht hier Schutz zum Beispiel, wenn nur 6, da habe ich zu wenig, aber das Problem ist einfach, dass halt zu wenig Leute da sind, nur 7 Leute und irgendwie das nicht so richtig funktioniert und zu wenig Ressourcen habe, um hier alles so zu machen, wie ich gerne hätte. So ein Rekrutierungssender hätte ich gerne aufgebaut, aber da habe ich einfach noch zu wenig Material. Wurscht. Deshalb schauen wir mal weiter, was es missionstechnisch gibt. Bei Daten, so sichere die Werkstatt in Gutshaus Group, wo immer das ist. Schauen wir uns auf der Karte an, wo ist das? Das ist gut. Aber da war ich schon mal. Da war ich doch schon mal. Da kommen wir der Schnellreise hin, oder? Nein, noch nicht entdeckt. Oh mein Gott. Da ziemlich weit da unten. Gut, da gehen wir zu Fuß hin. Da raus und da rings. Da oben bin ich auch schon mal gewesen, da bei der Irrenanstalt. Da ist mir einer Todeskralle untergekommen. Aber die habe ich fertig gemacht. Die Ratte. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen, warte mal, die Tür zu machen. Der Kotzwärts, der kommt schon irgendwo hinterher. Mittlerweile bin ich eigentlich nicht so schlecht ausgerüstet. Ich meine, natürlich besser geht immer, aber ich bin recht zufrieden. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil nämlich erstens von da sind die ganzen wilden Typen gekommen. Da sieht man sehr, da links ist nackig herum, weil ich ausgezogen habe. Irgendwo da drüben ist irgendwo so ein Sicherheitsroboter herumgefahren, habe ich gesehen. Aber jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Jetzt gehen wir einfach mal in die Richtung. Und lassen wir überraschen. Und immer wieder beeindruckend ist einfach die Gegend. Also das ist, schaut sich das an, das schaut schon geil aus. Kann man nichts sagen. So, Cotsworth, der Cotsworth, ich liebe ihn. Also den als Begleiter zu haben, ist einfach Gold wert. Erstens kämpft er recht gut. Und zweitens hat er immer so richtig schöne, sarkastische Meldungen, die wirklich, ja, immer wieder gut passen. Wirklich super. So, pass auf, jetzt gehen wir. Das lassen wir jetzt einmal rechts liegen da. Also nicht links liegen, sondern rechts liegen in dem Fall. Und gehen wir einfach mal weiter, weil ich eben zu dem Ziel will. Ich mache auch diese ganzen Raider und gute Sachen, oder die ja sehr oft sind, die so Moment, das ist ein ganzes Gebiet so drüben. Oh, da muss ich aufpassen. Da letztes Mal bin ich auch jemand runtergekommen. Oh! Wow! Wow, 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 wow! Ach du Heiliger! Mann, oh Mann! Ja, die los ist, da haue ich es nochmal ab. Da hau ich jetzt ab, mit dir liegen wir es nicht an. Habt ihr das gehört vom Cotsworth? Aus dem Hinterhalt, was? Ihr Feiglinge! Er ist einfach genial. So, pass auf, jetzt sind wir mal da unterwegs. Schauen wir mal. Lönnpier Parkplatz. Was ist denn da los? Was ist da verfärbt? Was ist da los? Die Gegend gefällt mir nicht, ja? Gefällt mir nicht. Die schaut schon wieder so. So. Ja, und das Problem ist nicht, wenn du hier bei Fallout 4 rumlaufst, hast du ein Ziel vor Augen und der nächste, da gehe ich hin und dann, ah Mist, das ist irgendwas anderes, schauen wir uns das an. Das mache ich nämlich da auch. Weil, und das ist ja ganz wichtig, dass man sich hier. Was ist denn da? Wow! Wow, 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 wow! Moment, da brauche ich ein Lasergewehr. Au, 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 au.
wow, wow, wow. Hey Tussi, hopp. Nein! Nein, jetzt ist er tot. Schei. Ja, das ist halt Fallout, das nutzt nichts, gell? Das nutzt halt einfach nichts. Zack, bumm, bang, bist du atomarisiert, zerlegt in deine kleinsten Atom- und Elementarteilchen. Und was hat der Bitwalker wieder vergessen? Was hat er vergessen? Ja, er hat wieder nicht gespeichert. Ja. Ganzer Dreck wieder von vorne. So. Ja, es ist ja. Es ist einfach genial. Es nutzt nichts. Wo kommt denn die auf einmal her, diese, wie heißt diese, das ist ein lustiger Name, so, ja, wir sind da gewesen und wir latschen jetzt nochmal von vorne los. Gut, zumindest wissen wir, was auf uns zukommt, das ist auch schon mal gut. Sesam, öffne dich, Sesam, schließe dich und los. Ja, der Händler ist abblüht, der Händler, der ist nämlich, der nämlich die Karawanenwache, die Karawane selber ist tot. Die hocken das nicht mehr rum. So, ich kann gleich mal das Lasergewehr ausrüsten. Handhab es ja so mit den Waffen, dass ich einfach schaue, dass ich von jedem Kaliber eine Waffe mit habe. Also ich habe jetzt nicht viele verschiedene mit, aber nicht von der gleichen Kalibergröße. Weil man einfach denkt, erstens muss ich diese schleppen und zweitens will ich einfach je Kaliber eine Waffe haben, weil falls meine Munition von dem einen ausgeht, habe ich nichts mit dem anderen was. Also wie macht ihr das eigentlich? Wie geht ihr davor? Weil das Problem ist ja einfach, man kann nicht alles mitschleppen, was man gerne mitschleppen würde. Wenn es nach dem geht, da gibt es ja noch viel mehr. So, pass auf, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist es gewesen mit den ganzen verrückten Raider? Die Raider-Basis? Nein, die war noch nicht da, die war davor. Wow! Da war's! Scheiße! Wow, das ist aber kein Mist, diese Mine da. Ach du heiliger Bimbam. So, pass auf, und was ich auch gleich machen muss, ist. Ah, no man. Meine Nerven. Da muss ich rein, Hilfsmittel, gleich mal ein bisschen da was aufputschen da wieder. Nehmen wir noch mit, gegrillter Rathirsch. Der baut mich gleich auf. Ja, also was, Hirsche immer gleich jagen und das Fleisch dann entsprechend grillen, das Zeug. Das ist gut und lecker und bringt auch was. So, pass auf. Wo ist diese eiserne Jungfrau? Wie heißt die? So, wo war denn das Gebäude, wo eigentlich alles reinschauen wollte? Da war das, gell? Und wo ist die du schneller hergekommen eigentlich? Wo ist die hergekommen? Wo ist eigentlich mein Cotsworth? Du bist eh da, wunderbar. Aber das ist ein Supermutant, oder? Wow! Wo? Ach du Scheiße! Ich war schon so geil an die Knarre. Weißt du was? Das ist eher was für meinen Sniper. Und ich reiste mal nicht viel runter. Geh weg einmal! Steht immer im Weg, der Kostwurst. Das kann wirklich gut im Weg stehen. Oh, wow, 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 in Deckung gehen, weil es haut sich zu dir gleich. Es ist der Skorpion einer Geschl. Na, was ist das? Ah, warte, genau. Ah, ja, genau. E2 macht sich das mal selber aus. Das ist eine gute Idee. So, der eine ist weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir es noch mit diesem Mile-Lurk-Leger anlegen. Was immer dieser Viech ist. Auf wem wird der nicht hin? Gescheiß mich an. Oh, jetzt kommt er. Wir sind jetzt gleich wieder tot übrigens, ja? Nur, dass ihr es wisst. Nein, bleib beim Cosmos. Ah, jetzt habe ich die. Wow. Ja, und so wird aus einem ganz normalen Spaziergang. Ach du Scheiße, ist ja ekliges Viech. Voll Teufel. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt mal meine Energie an. Befehl der Supermutanten. Lasergewehr nehmen wir an, wie das wurscht ist. Pass auf, ja, jetzt brauche ich gleich wieder Energie. Was haben wir denn da?
Frischer Mais. Jetzt habe ich nur mit gegrillte Radkakerlake. Oh, lecker, hört sich das an. Mei, fein. Und speichern. Speichern, speichern, speichern. So. So, diese komische. Wo habe ich den Anister gekillt, der einen Typen da drüben war? So, wo müssen wir hin? Müssen wir da entlang? Kann das sein, oder? Ja. Ein Toaster nehmen wir mit, kann man brauchen. Unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit? So, was passt da nicht? So, wenn wir einen Blick ein bisschen auf die Straße haben, weil Minen wissen wir, die liegen da gern herum. Aber meistens übersehe ich es dann sowieso. Oh, ich liebe diese Thematik, ich liebe diese Optik. Ja, es ist halt Fallout, wie es gehört. So, warte mal, das schaut mir so ein bisschen nach Raider-Treffpunkt an, ha? Mal einen Blick da durch die Sniper machen, vielleicht ob sie da vorne irgendwas rührt. Ah, da scheint es recht, da hinten ja ein Schiffsfriedhof. Ah, jetzt kommt die Tussi wieder, oder der Haberer, was immer das ist. Da komm her. Sehr gut, sind wir da. Ah ja, schießt wieder 100 Meter daneben. Und tschüss. Tschüss, Lady. Fusionszelle, jawohl. Nehme alles mit, braucht man. Die Frage ist, warum ist die da gewesen? Oder der, oder die, oder was immer das ist? Ah, der Nächste. Komm her, Wahnsinniger. Wo ist er? Cosworth, bist du da fit? Ja, ist er wieder da? Oh, 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 Mr. Gast. Oh, das Auto explodiert gleich. Da muss ich abhauen. Der fliegt gleich in die Luft da. Ah, schlechter. Jetzt fliege ich in die Luft. Warte, ich spreng mal das Auto, komm. Fliege in die Luft. Jawohl. Ja, häng fest irgendwo. Oh, mein Gott, meine Nerven. Ah, Stahl nehmen wir mit, ist doch egal. Diese Fahrzeuge sind echt gefährlich. Das kann echt so böse ins Auge gehen. Was noch? Aber mein Aiming ist echt so. Es ist schön, dass der das der Öl in Wallung bringt. Ein bisschen helfen soll es mir, mein Freund. So, jetzt haben wir Fusionszellen, sehr gut. Munition für mein Elektrogewehr. Schauen wir uns mal an, was da noch gibt. Warum sind da so viele Wachen gewesen? Da muss irgendwas Gutes sein, oder nicht? Oh, radioaktives Material, ja toll, da greifen wir gleich rein, Egler. Hat da geschafft und Neugier. Ah, da ist eine Kiste, und was ist da? Geht's da warum? Ah, da plumpst du da nur rein wahrscheinlich. Red X, jawohl, nehmen wir. Oh, da, Wow, ich hab die super Rüstung. Das müsste ich aufkriegen normalerweise. Das müsste ich mittlerweile. Ich hab's im Review erwähnt. Schlösser knacken, Computer hacken, müsste unbedingt leveln. Das braucht man und da bekommt man wirklich feine Sachen dann. Oder kann feine Sachen bekommen und offen ist das Ding, jawohl. T51. Haben wir da noch eine Zelle dafür? Jawohl. Stellen wir gleich rein, oder? Dann nehmen wir uns mit.
Vielleicht braucht man nicht gleich da hinten dann bei dem Auftrag. Finde ich schön, dass ich trotz der Power-Rüstung überall durchkomme. Aber ich finde das auch sehr aufregend, ja. Na? Ah. Das ist eigentlich meine zweite Power-Rüstung, die ich habe. Aber die andere ist ja schwächere, glaube ich. Also, muss man schauen, wie ich es auch zerlegen kann. Das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. So, Energie ist bei 100% in etwa, jawohl. Aber was für Bewaffnung haben wir damit? Ja, unsere Standardbewaffnung, also keine separate irgendwie. Also, warte mal, ich glaube, ich habe doch die. Hab ich, komm her mal, Cosplay, was tut? Bleib mal da. Das ist hier ganz klar, ist ja meins. Haben wir da die Gatling Gun mit? Nein, die haben nicht mit. Okay, wurscht. Passt das so auch. So, wo müssen wir abziehen? Wo ist unser Ziel? Da in die Richtung. Jetzt gehen wir direkt zum Ziel, würde ich mal sagen. Nachdem wir die Power-Rüstung haben. Jetzt mit jedem Schritt geht die Energie ein bisschen runter, ja. Für Geier. Naja, so schlecht wird die Idee auch wieder nicht. So, pass auf, das machen wir jetzt aber mit Gewehrtechnik, würde ich sagen. War ganz schön Rückschlag, die Knarre da eigentlich. Mehr spießig auf, da nehmen wir uns. Lade mal nach, okay. Kommt mir vor wie bei The Walking Dead, dass die Zombies, die eine Frau, die Zombies die Arme und das Unterkiefer abgeschlagen hat und das mitnehmen hat können als ja, das ist ein Packesel eigentlich. Man schießt dann einfach die Arme weg und aus der fast ungefährliche. So ist es nur, was haben die, was die aber mit haben? Kronkorb, Patronen, Klebeband. Klebeband ist super. Das braucht man immer. So, ich glaube, dieses Spiel wird unterstützt von der Klebebandindustrie. Ah, schau, da haben wir dann entsprechend wieder, da könnten wir wieder eine Station herbauen. Wäre vielleicht eh eine schlechte Idee, dass man so ein bisschen über die Map verstreut so Stationen hat, die man ordentlich ausrüstet. Weil man sie entsprechend dann hin und her bewegen kann und nicht immer alles mitschleppen muss. Wo ist er denn? Aber vorne ein gutes Bajonett drauf, hier auf dieser Knarre. Die spießt ordentlich. Also ein großes Bajonett sogar. Wo geht es in den Keller runter? Da geht es runter. So, da sieht man vorne die Klinge drauf. Da ja, komm, steht es einmal auf. Bist du da oben? Wäre ein Spaß, ne? Schöpfkelle, Plastikgabel. Nein, brauchen wir nicht. Was hast du mit? Was hat denn der für einen Spaß? Was tut denn er da oben? Mach's nur, Kostwurst. Da hast du einen Gegner da. Sag ich was. Ich bin eh keine Hilfe. Na bitte, geht doch. So. Ja, 10% von Energie des, der Bauerrüstung sind schon weg. Meister, bin ich. Oh, und schon ist kaputt, die Klammer.
Ah, dort sieht er jetzt, jawohl. Ah, die Frage ist nach links oder nach rechts, gell? Ah, links war eine gute Entscheidung. Ah, bitte auch nicht schaffen. Oh, Level 20 erreicht. Wunderbar. Waffenmeister muss ich unbedingt leveln, weil ich könnte bei meinem Waffenspiel mehr einbauen, aber da bräuchte ich eben den Waffenmeister 2. Schauen wir uns das gleich an, ob ich den schon freischalten kann. Und zwar, wo ist das? Das ist. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Waffenfreak. Rang 2 Mods, genau. Den machen wir. So. Nichts ist widerlicher als durchgeweichte Gohle. Ja, genau. So, was gibt es denn, was ich brauche? Durchgeweichte Gurte. Dann habe ich mein Molotov-Cocktail, habe ich keinen. Habe ich überhaupt noch einen? Weil ich denke, für die Gule ist es gerade eine richtig gute Sache, wenn wir ein bisschen für den Feuer unterm Hintern machen können. Molotov-Cocktail, warum ist es nicht als belegt? So, das gehört daher. Jetzt aber. Ja, das ist eh klar, dass ihr wieder alle munter werden müsst. Da. Oh, ist der Hauptcool. Pass auf. Burn, Baby, burn. Ah, geht nicht. Jetzt aber. Ja, da. Gibt's ja nicht. Wo ist er? Ah, noch lang. Ah, wo stehen wir jetzt Deppern an? Wer ist kaputt? Fix eine. So, jetzt aber. Schöpfkelle, brauche ich nicht. So, meine Gesundheit ist auch schon ein bisschen angeschlagen, aber gut, ist in Ordnung. Was haben wir da jetzt? Nehmen wir mit. Stange Zigaretten, brauche ich nicht. Oh, Mini-Atombombe. Tada! Schachbrett. Warte, das nehmen wir schon mit. Essenszeug ist immer gut. Warte, Ventilator brauche ich auch. Nein! Mein Freund, vermisse ich nicht. Die Frage ist, was ist die gute alte Zeit? Oh, was gibt's denn da? Also, das kann ich nicht tun, sondern in der Baurüstung steckt, jawohl. Oh, da gibt's Munition, jawohl. 80 Impro-Gewehr, ui! So, da kann man sich eine Safe entsperren. Ich glaube, das schaffe ich so auch. Oh! Haben wir schon verschrien? Ja, geh halt auf. Ah! Jetzt aber. Das wär's. Vor 200 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Staub geben könnte. So, pass auf, was haben wir da? Also, ich muss aus der Rüstung aussteigen. Warte, steigen wir mal aus kurz. Ich stehen wir mal daher. Bitte aussteigen. So. Sagen wir mal schauen, was das Terminal da sagt. Okay, ich bin da zu faul zum Lesen, sag ich ganz ehrlich. Aber durchblättern tue ich es, weil vielleicht wieder irgendwas auf der Karte markiert, dann dadurch. Das kann nicht passieren. Okay. So, was haben wir da jetzt? Die Kiste haben wir schon, das haben wir schon. Da können wir gleich mal schauen, ob wir irgendwas wieder zerlegen können. Das müssen wir kurz mal reinschauen vorher. Die Waffen, und zwar, wo war denn diese Pistole mit der Nachtsichtgeschichte? Das war Impro-Gewehr Nachtsicht. Das müssen wir kurz mal anschauen. Oh ja,
Ja, ich glaube, die werden wir aufheben. Die Frage, was der Kaliber ist, ist dieser 45er. 45er mit Schaden 2, oh, 22 ist halt nix, gell? Der 45er habe ich da mit 41, ja, ist mein Kampfgewehr. Ah, die Frage, hebt man sich auf, aber eigentlich Nachtsicht ist man noch nie abgegangen. Nö, verwehrt man. Aus, wieder ist verschrottet. So, Impro-Pistole weg. Vorschlaghammer braucht sowieso kein Mensch. So, Leuchtvisier, das ist ein 38, 38 habe ich so auch noch. Wurscht, weg damit. 80-Gewehr kommt auch weg. Da habe ich einen Rückstoßgedämpfte 13, also ist zu schwach. Alles zu schwach. Aber Moment, jetzt fällt mir gerade ein, ich bin jetzt Waffenmeister 2. Warte, bei was einer Knarre war das? Ich weiß nicht mehr, was war das? Ich glaube, mein Kampfgewehr. Die hätte ich verstärken können, und zwar. Ein Verschluss war das, glaube ich, oder? Na, was war? Bei der 10 mm Pistole, da bin ich diese unaufhaltsam, die ist cool. Und da haben wir irgendwo was, irgendwo. Achso, das werde ich da nicht machen können, weil ich zu wenig Material hier habe. Oder von einem leicht perforierter Lauf, was ist der? Weniger Gewicht. Die Präzision geht dann auch zurück. Für was sollte man das dann machen, dass das wertvoll ist, dass das leichter ist? 5,7 und 4,9, es wird schwerer sogar, da bringt ja nichts. Bringt ja genau gar nichts. Okay. Was soll dann? Irgendwo war das. Ah, du weißt auch nicht. Präzision, weniger Reichweite, Kompensator, Reichweite, mehr Präzision, naja, ich würde sagen, wenn man alles 107, 101 habe, naja, aber 119, 74, ah, ich glaube, das ist ein Mittelding, ganz eine gute Sache. So, Cotswurst hat das geliebt, das freut mich, dass ihm das gefällt. Und irgendwas habe ich noch gehabt, oder was ist Kampfgewehr oder was ist Scharfschützengewehr? Irgendwas hätte ich noch stärker machen können, aber gut, das kann ich wahrscheinlich an der Basis machen, in meiner Hauptbasis. Weil leider habe ich ja. Ui, warte mal, da los. Verlängerter leichter Lauf. Wird die Knarre leichter. Dies machen wir, dies zahlt sich aus. Gewicht sparen, wo es geht. Mächtigen Verschluss haben wir schon. Vollständiger Kolben haben wir auch. Großes Magazin haben wir auch. Ja. So, was kann man da? Da brauche ich auch nichts anderes. Nö. Das verlassen wir jetzt, das passt. So, dann steigen wir ein. Und noch ein bisschen raus, wenn wir mit der Schnellreise nach Hause flitzen. Oder wir machen uns aus dem Ganzen nur eine Basis. Könnte man theoretisch machen. Aber ich will eigentlich mit dieser Rüstung nach Hause und mal schauen, vergleichen mit der anderen. Einfach um zu sehen, was da der große Unterschied ist, ob überhaupt einer ist. So, da geht's rauf. Was? Und puff, oder? Ah ja, das schauen wir uns einmal an. So. Jetzt kann ich die Werkstatt benutzen hier. Ja, mache ich es aber nicht. Obwohl, man könnte eigentlich was bauen. Aber nein, machen wir jetzt nicht. So, wir werden jetzt mit der Schnellreise nutzen. Und zwar wieder zurück zu den Aufgaben.
Und da wollen wir her. Die Kingsman Alley. Der Codsworth, der ist einfach super. Wir wundern uns, wo der den Treibstoff hernimmt. Für sein, wie nennt man sein, Popo-Düsenantrieb. Ob die auf natürlicher Basis ist. Also, ja, okay, egal. Dann reisen wir mal zurück, melden den Erfolg der Mission, dass wir da ein neues Gebiet kennengelernt haben. Ein bisschen was zusammengesammelt haben, was man eben so brauchen kann. Da können wir ins Detail schauen, da ist schon toll. Ich frage mich wieder, wer überlegt sich solche Dinge? Wer überlegt sich diese Dinge? Sag mal, mein Freund. Zurück. Hast du dich Natürlich. schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Na klar. Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Wo wir natürlich ein Rekrutierungscenter hinbauen könnten dort. Also das ging ja da natürlich. Aber jetzt machen wir wieder Schnellreise retour zum Preston Garvey. Das sind unsere Hauptbasis. Also ganz links oben. Da machen wir mit der Schnellreise natürlich. Und für sich gehe ich sehr viel zu Fuß, einfach um viele Sachen zu entdecken, nur bei gewissen Sachen, gerade bei sicheren Dingen, da mache ich so eine Schnellreise, weil ja erstens die Gefahr riesengroß ist, wenn so ein Ratskorpion in den Haufen läufst, der dir dann zusammensteigt und ja, die dann einfach ärgerst. Und gerade diese extrem weiten Strecken, die hüpfen dann hin und her. Also für durch eine Latscherei ist. So, ich schaue sehr imposant aus, diese, ja, was ist das, die Verstärkung wahrscheinlich für einen. Für die Rüstung. So, das ist meine andere Rüstung. Die stellen wir da nebenbei ab. Und wir machen mal einen Vergleich machen. So. So, schauen wir mal, wo unser Preston ist. Sowieso, sowieso, sowieso. 44 Meter. Oh, Melonen sind auch wieder reif. Wirklich was zu werden. Ja, nehmen wir ein bisschen was mit. Du wir sein, Freunde. Sag mal, ich nicht, nur keine Angst. Wo ist er denn, der Hansl? Servus. Hey. Entschuldigung? Meinst du, wir sind bereit, die Burg Nein, zurückzuerobern? sag mal nicht, brauchst mich jetzt mal fragen. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast, und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Was, das ist kein Auftrag für mich? Das ist das erste Mal, glaube ich. Bis jetzt hat er immer irgendwas gehabt. Gut, dann halt nicht. So, große Frage ist, was denn nun? Da war ein cool Problem. Aber jetzt mal hüpfen wir mal schön einmal rauf und große Frage ist, was machen wir jetzt mit unserer zweiten Power-Rüstung? So, das ist der T51 und das ist der T45. So, was sind wir für einen Unterschied? Der schaut so aus. Der schaut so aus. Ja, und was erkenne ich da jetzt eigentlich? Pass auf, schau mal. Herstellung. Sie haben das 50, 200 hat er zum Anbieten da. Ausrüstung abnehmen. Ausrüsten. Ah, das ist mir nicht so ganz klar mit dieser ganzen Rüstungsgeschichte. Ich lasse ihn einfach mal da stehen. Aber was ist? Machen wir auf jeden Fall bei den Waffen schauen. Warte mal, wenn wir schon da sind, den ganzen Schrott einmal einlagern. Ob das bei mir noch was drinnen, waffentechnisch, was ich nicht brauche. Hat da Dings noch was mit? Hey Fritzi, komm mal her. Hey. Ja, Sir? Na klar. So, warte mal, jetzt mal alles nehmen. Jawohl, alles nehmen. Ja. Trag zu viel, das ist mir wurscht. Jetzt gehen wir mal zur Waffenbank.
Panzer, pass auf, die können wir verwerten. Ja, Flammenwerfer ist mehr gekriegt. Das war eben da dieser Kampf da bei dieser Station, wo wir am Anfang waren. Gamma-Kanone. Impro-Revolver, weg damit. Raketenwerfer mit 2 brauche ich nur einen, das ist auch leicht. So, alles so Zeug, was man einfach wieder verwertet. So, raus damit. Taktisch Brand. Ah, die Dings so gescheites Visier drauf. Warte mal, was hat meine? Wo ist denn meine Laserpistole? Ich hab das gerade verschrottet, oder? Ich hab das Lasergewehr mit 32. Mit 28. Hm, das war gar nicht so. Feuerrate 50. 50, 230er Reichweite. 73. Das ist eine gute Frage, ob man mit der was anfangen soll oder nicht. Man hat wenigstens ein gescheites Visier drauf. Aber, na, weg. Okay. Braucht man was? Was tue ich mit 100.000 Waffen? Braucht doch kein Mensch. So, pass auf, es war die Sache mit dem Verstärken von der Knarre. War das Kampfgewehr? Warte mal, gehärteter Verschluss? Ah ja, da waren wir gewesen. Mächtiger Verschluss. Da benötigt man Rang 2 Waffenfreak und der bin ich ja schon. Jawohl, Schaden 49. Zaramba Zamba. Das schaut mir gut an. Da haben wir einen verlängerten Lauf. Standardmagazin. Machen wir jetzt ein großes Magazin. Reflexvisier. Punkt haben wir eh drauf, wunderbar. Das große Bayonett haben wir auch drauf, das passt. Eine doppelläufige Schrotflinte, kann man bei der irgendwas machen? Schauen wir mal, aber das wird das Material jetzt schon ausgegangen sein. Ja, Kleber fehlt, ja, wenn der Kleber fehlt, kannst du eigentlich fast gar nichts mehr machen. Da kannst du eigentlich gar nichts machen, weil ohne Kleber geht eigentlich gar nichts. Die Impro-Pistole ist meine 38er Waffe. Schau ich schon einmal nach. Wo ist das der zweite 38er? Impro-Pistole. Eine ist ja die einzige. Wäre super, wenn ich mit dir was machen könnte, aber da geht es natürlich auch nichts mehr. Die muss ich auch mal ein bisschen hochleveln. Da habe ich schon extrem viel Munition. Die Frage ist natürlich, ob man eine andere Knarre da auch hochleveln soll auf 38, weil manche kann man ja umändern darauf. Ich glaube, da kann man da irgendwo ganz zum Schluss, da 38er Verschluss, ja, da wäre das zum Beispiel. Ja, brauche ich nur 7 Kleber wieder, ja. Will ich eben nicht machen, weil ich eben gesagt von jedem Magazin, von jeder Patronengröße, von jedem Kaliber entsprechend eine Waffe mit dabei haben will. Ich baue einfach so rum, fragst du so blöd. So, Transfer. Ah, Schrot einlagern. Du hast einen Haufen Zeug noch mit. Also eine Flammenwerfer, die mir im Cosmos geben. Gamma-Kanone. Stachelrüstung, die kann ich auch. Was ich da tun soll, die mal einlagern, weil es wurscht ist. So. Bei der Rüstung geht mir relativ wenig zum Hocharbeiten, kommt mir vor. Was weiß ich. Ich konzentriere mich einfach mehr auf die Waffen, weil die. Ich denke mal, die Rüstungen, die finde ich dann schon mal. Was Brennstoff hätte der? Das ist ein Flammenwerfer, schon ein Thema. Ich frage, ob der anstatt was anderem gut wäre, waffentechnisch. Du hast keine Waffe in der Hand, also weiß ich wirklich nur der Raketenwerfer. Der Flammenwerfer macht 12 Schaden nur, Feuerrate, große Reichweite, Präzision. Ja, eigentlich nichts Gescheites, gell? Eigentlich ist das eher so ein. Aufgepasst. Nix, sei nicht frech. So, du kriegst einmal das schwere Zeug, Flammenwerfer, Gamma-Kanone, das kannst du schleppen. Sortieren wir es mal nach Gewicht. So, was ist FR? Sortieren nach FR, was ist FR? Präzision, noch Wert, noch Gewicht. Raketenwerfer, siehst du das? Solche Pistole brauche ich nicht. Kronkorkenmine brauche ich auch normal nicht.
Spielt der Granaten schon, spielt der Mine der Avik. Die kann ich mir dann noch herholen, das ist ein bisschen was zum Planen. So. Dass ich wieder ein bisschen leichter bin. Und bei den Hilfsmitteln, gut, die haben wir nicht viel Gewicht, aber gerade diese Mengen, wo so viel sind, die kann man noch einlagen. Also 14 Wasser brauche ich nicht mitnehmen, die brauche ich aber eher auch nicht geben. Die Idee geht dann einfach mal ins Lager. Dann kochen wir so geschmiert was. Einmal darauf achten, wie gesagt, die ganzen Tiere, die ihr killt, natürlich entsprechend das Fleisch einkassieren und dann hier entsprechend was daraus kochen, denn dann schmeckt es besser, ist gesünder und bringt natürlich entsprechend Energie. So, und transferieren wir da noch ein bisschen was. Zwar die Hilfsmittel, die zu viel waren, aufbereitetes Wasser, das leicht mit ein paar mit habe, brauche ich nicht so viel. Da, dass wir noch Gewicht sortieren, Wert, Gewicht. Und dann schauen wir mal, was da schwer ist. Dann schauen wir, dass wir die Mengen runterkriegen. Gemüsesuppe, Gewicht 1, da haben wir 2 weg, Melonen, da haben wir. Die kann man weg tun, Radskorpionsteak, da haben wir 1 weg, Ribeye Steak lassen wir, Todeskrallensteak, da haben wir 1 weg, Wodka, da haben wir ganz weg, aufbereitetes Wasser. So, Köterkeulen, auch nicht so viel. Also zwar ist eine 0,5 Gewicht, aber es steht 10 mal 0,5 ist auch schon wieder 5. Also da kann man schon ein bisschen einsparen, wenn es nicht sein muss. Das 0,1 Gewicht, das spielt jetzt keine Rolle, außer irgendwo 100 Stück von irgendwas mit, aber sieht ja nicht so aus. Auch Steampacks 73. Ich nehme viel zu wenig her, aber die Hälfte lage ich nicht mehr ein. Was wurscht ist. Also der Gewicht 0, eigentlich egal. Wurscht, spielt keine Rolle, habe ich so viel. So, was sagt uns jetzt die Datenkarte? Man da überall Rufzeichen, überall zu wenig Schutz, immer überall zu wenig. Also mit dem Bau, da kommen wir nicht ganz so klar, muss ich sagen, echt da, bis auf das Duffing-Boothaus. Gut, da ist ja kein Mensch, da müsste wirklich mal so ein. Ist das Boothaus, wo wir es gerade waren? Nein, das ist nicht das, das war dazwischen wo. Da sind wir jetzt gerade gewesen, gell? Gutshaus Group heißt das, jetzt schauen wir da mal. Gutshaus Group. Was ist sortiert noch? Ah, da sind es bereits zwei Leute, schau. Da sind bereits zwei Leute, schau. Da sind sechs Leute mit zu wenig Betten. Ja, ich muss einfach mal den Dings freischalten, da, den wie heißt der da ist? Warte mal, schauen wir mal. Die sind da, glaube ich, ist das der lokale Anführer? Dann kann man Versorgungsrouten eigentlich, muss ich meinen Charakter aber 6 haben, obwohl ich nicht weiß, wie ich im Charakter hochkomme. Wenn mein Charakter hat erst Statistics, Special oder Charisma ist das, gell? Aber erst 4. Da muss ich mal schauen, wie ich das hochleveln kann, aber ich glaube, es geht mit diesen Zeitschriften und was man da findet. Naja, gut, sei es wie es sei. Schauen wir mal. Also, Aufgaben. Was haben wir denn? Verschollen. Untersuche die Satellitenstation. Ach du Scheiße, die Satellitenstation, da braucht es extrem viel Feuerkraft. Das träume ich noch nicht. So, für die Freiheit. Preston Garvey glaubt, dass die Minutemen die Burg zurückerobern sollten. Ein altes Fort, das sie früher als Hauptquartier genutzt haben. Ach, da warten wir ein bisschen. Sprich mit Paladin Danse. Hochleistungshändler zu bergen. Jungwildes Commonwealth, Diamond City. Oh, das ist ja interessant. So eine Nebenmission. Entweder dies oder suchen der Atomatoys-Fabrik nach Spielzeugteilen. Wo ist denn das? Das ist da. Oh mein Gott, das ist ganz unten. Waren wir überhaupt noch nie. Na dann machen wir uns mal einen Weg. Und zwar Jamaica Plain. Da werden wir mit der Schnellreise mal hinfetzen. Und dann schauen wir uns mal an, was da unten abgeht.
Dann schauen wir uns mal an, was da unten abgeht, ob wir da... ob wir da entsprechend überleben oder was machen können. Vor allem, was uns da erwartet. Ziemlich recht spannend. Auf jeden Fall wird es wieder eine spannende Gegend werden. Ich hoffe, dass wir das am Tag ankommen. Das in der Nacht ist zwar ganz nett, aber irgendwie mag ich es einfach am Tag lieber, weil es einfach schöner ist. Schaut imposant aus. Beeindruckend, vor allem die Lichteffekte und so weiter. Das ist schon eine tolle Sache. So, und es ist Abend. So, wir schauen in die Richtung müssen wir. Da oben brennt Licht. Wurscht. Da gehen wir da entlang. So, in der Waffe brauchen wir schon. Wo ist mein 10mm? Die unaufhaltsame. Wow, 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 wow. Scheibenkleister. Ja, die ist zum Thema, hat nicht so gut ausgeschaut jetzt. Ob wir die Sache überleben, war zuerst die Frage. Wir kommen nicht einmal hin, ohne dass wir tot sind. So schaut es aus. Nicht so ideal gelaufen. Nicht so ideal gelaufen. Aber wieder sehr imposante Knarre. So ein Holzblock. Federn. So, jetzt sind wir wieder da. Ist wieder Schnellreisen, blöderweise natürlich. Gut, ich bin nicht mehr zum Speichern gekommen eigentlich, gell? So, was war denn das jetzt? Das war jetzt der Auftrag da unten, haben wir gesagt. Auf Karte zeigen und der nächste Punkt für die Schnellreise war da. Jamaica Plain. Wo ist er nochmal? Neuer Versuch, neues Glück, neuer Fail. So, vorhin die Schraube als Korn. Wer denkt sich solche Sachen? Die schaut ja aus wie eine Lichtmaschine oder so. Der hintere Teil. So eine Wicklung halt ohne Draht leider. Der fehlt da. Dafür sind ja Kondensatoren dazwischen. Die Kondensatoren sind Widerstände, sind das, glaube ich. Ja, ganz witzig gesagt. So, pass auf, Achtung! Schnell speichern. Jetzt sind wir mit dabei. Oh, da liegt eine, schau. Da liegt eine herum. Himmel, Schimmel, da muss man echt aufpassen. Was ist denn da los? Wer bist du? Hallo. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Es ist nicht alles wie erwartet, aber wir sind bereit, hart zu arbeiten, um auch unser zu haben. Ah ja, jetzt schon hart arbeiten, ist in Ordnung. Ich werde euch mal unterstützen, entsprechend was bauen. Aber so, jetzt suchen wir da die Mine. Ah, was ist das überhaupt? Was ist hier im Kinderwagen? Ha? Wo war die? Da nicht? Wo ist da eine? Ach, das war diese Nuke. Genau, da, Kronkorken. Hier ist Lunchbox-Mine oder irgendein Schmarrn. Ah ja, gut. Wie dem auch sei, das ist aber noch nichts belegt. Da ist mein Jagdgewehr, einmal Dings. Ja, mal schauen, ob die richtigen Waffen benannt sind. Jawohl, haben wir alles da, wenn wir es haben wollen. So, jetzt aber. Das Besondere bei der Pistole ist, wenn einen kritischen Treffer landet, dann... Oh, warte, mit Wasser muss ich aufpassen, oder? Ja, oh, raus. Ja, Codsworth, ich bin eh vorsichtig. Wenn ich einen kritischen Treffer lande, werden meine Aktionspunkte sofort wieder aufgefüllt. So, schauen wir, was wir da finden. Da liegt was rum, Kartoffelchips. Aluminiumdose. Ja, man kommt da nicht weiter. Es ist einfach, man kommt nicht weiter, weil immer irgendwas herumliegt und irgendwas zum Suchen ist. Das ist ja furchtbar.
Oh, man muss... Verstrahlung. Aha, was Feuerlösche brauche ich? Ich kann nicht mehr sogar... Der Kopf am Griller, was liegt? Warum liegt der Kopf am Griller? Dank der Technologie von General Atomics ist Wasser keine Gefahr für mich. Für dich, ja, das gefällt mir aber. Ja, schau da, ja. Powerrüstung. Powerrüstungsstation. So, die Frage, wo ich da lang gehe, was sagt die Karte? Rechts rum wäre gescheiter, sagt die Karte, gut. Oh, Radar. Also, wir haben doch rum, oder? Der ist immer am Dach rum. Liebe Leute, wie es da weitergeht, die schauen wir uns das nächste Mal an. Ich speichere das jetzt ab. Verspreche euch, es wird nicht weitergespielt, ohne dass ihr mit dabei seid. Nachdem ich wieder fit bin, werden wir wieder schauen, dass wir hier ordentlich gemeinsam durch das Commonwealth ziehen. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was, pfiat euch, tschüss, ciao, euer Bitwalker.